Oh nein, nicht schon wieder. Okay. Hör mir ganz genau zu. Schalt ab. Jetzt. Hier passiert nichts Besonderes. Also, tschüss. Hey. Warum bist du noch vor der Glotze? Abschalten. Fernsehen ist schlecht für dich. Vor allem diese sinnlose Sendung hier. Ehrlich. Fernsehen macht dick, hässlich, dein Internet langsamer. Außerdem macht es doof. Ja, genau. Es macht dumm. Total dumm. Hallo? Oh, Mist. Also, wenn du um diese Uhrzeit diesen Sender schaust, ist es um dich geschehen. Ein weiteres Opfer unserer sinnfreien Unterhaltungsgesellschaft. Tragisch. Sehr tragisch. Ich bin dann mal weg. Giga, mega, riesen, Mist. Okay, ich gebe auf. Was ist es denn heute Sinnloses, was ich in dieser weißen Hölle tun muss? Liebe Zuschauer, hier ist die Bildungsbürger-Lounge bei KiKA. Heute mit dem Thema die Geschichte Deutschlands. Durch die Sendung führt unser Moderator Bernd das Brot. Oh, Geschichte. Scheinbar kann man hier doch noch was lernen. Das ist schön, dass sich das Fernsehen auch mal seinem Bildungsauftrag annimmt. Und nicht immer nur lautes Krawallfernsehen wegen der Quote macht und so. Die Geschichte Deutschlands hier auf KiKA. Einschalten, zuschauen. Wissen tun! Wissen tun? Jawollchen, Wissen tun und ablachen. So, ihr Keulen, ab geht die lustigste Geschichte vom Deutschland. Best of! Und den Anfang macht Bord, das lustige Neanderbrot. Und ich sah das Feuilleton mich schon lobend erwähnen. Mist. Zu früh gefreut. Und zu früh in der Geschichte. Ich glaube nicht, dass man zu dieser Zeit schon was von dem Begriff Deutschland gehört hat. Und dieses Fell riecht definitiv nicht nach Hygiene oder chemischer Reinigung. Wirk. Das mag ja alles Seinchen, aber dafür gab es lustige Dinosaurier bei den Neandertalern. Krass! Quatsch. Bei den Neandertalers gab's keine. Oh, warum zeitlich korrekt sein, wenn man alberne Witze mit schlechten Effekten machen kann? Und weiter geht's bei die lustigste Geschichte vom Deutschland. Best of! Das war unangenehm. Hui, um das Jahr 9 haben die alten Römer voll den Lauf. Ganz Europa gehört denen schon fast, aber nur fast. Im Teutoburger Wald zeigt nämlich der Germane Arminius dem Römer Brutilius Quintilius Varus, was er von den Römern hält. Was denn? Dass er ihren Wein mag? Die Erfindung der Fußbodenheizung? Geschlossene Kanalisation? Kunst und Kultur im Allgemeinen? Und so blieb Germanien noch ein paar Jahrhunderte von der bösen römischen Kultur verschont. Dann kaut doch weiter Gerstenbrei und trinkt saures Bier, Barbaren! Okay. Nicht alles an der römischen Kultur war toll. Könntet ihr bitte vorspulen? Ich glaube, ich habe einen Löwen gehört. Was? Wo bin ich? Du bist im finsteren Mittelalter. Da passierten ganz viele finstere Sachen und drum ist auch so dunkel hier. Ja, aber es gab nicht nur die Kreuzzüge, nein. Auch sonst hat man sich ganz schön oft auf die Blechmütze gehauen. Au! Moment! Ah, ihr könnt doch nicht einfach das Licht ausmachen und Leute mit spitzen Gegenständen hier reinschicken. Hilfe! Au! Oh, Blechschaden. Ich hoffe, die haben eine gute Versicherung. Naja, zumindest gibt es keine Schwerter. Kopieren! Kennen Sie das auch? Sie möchten eine Bibel kopiert haben und der Schreibmönch braucht mal wieder ewig und 3 Millennia? Hey, meine Arme sind zu kurz, um abzuschreiben. Das ist doch... Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es den Buchdruck von Gutenberg. Einmal Druck und fertig! Oh! Die neue Tonsur heute mit den neuesten Modetrends aus Rom und den heißesten Stories aus dem Vatikan. Jungs, die neue Tonsur ist da! Du konntest nicht wissen, was die aus deiner Idee machen. Mist. Und weiter geht's in der lustigsten Geschichte vom Deutschland Best of. Hier in Wittenberg ist ein kleiner Mönch ganz mies zu sprechen auf den Papst. Und deswegen will er nageln, und zwar 95 Thesen an die Kirchentüre. Na, ob das klappt? Infotainment ist ja okay, aber das hier ist albern. Und meine Arme, naja, ihr wisst schon, zu kurz zum Nageln. 95:0 für den Protestantismus. Jubel. Könnte mir jemand hochhelfen? Danke. Ihr könnt mich jetzt runterlassen. Und drum geht's lustig heiter weiter beim Katholiken Statthalterweitwurf der Protestanten hier im schönen Prag. Bitte? Hey, wenn ihr eine andere Vorstellung von eurem König habt, dann kann man doch drüber reden. Hoffentlich falle ich weich. Oh, er landet in einem Misthaufen. Da sag ich doch mal, upsi, fupsi. Das Spiel geht in die Verlängerung. Auf der linken Seite der Kaiser und die katholische Liga. Und auf der rechten Seite die protestantische Union mit dem Schwedenkönig. Kriegen Sie? So, Jungs, nochmal zur Erinnerung. Es geht um die Frage, wer hat den richtigen Glauben? Regeln? Keine. Das Spielfeld ist Deutschland. Das Spiel dauert 30 Jahre. Na, Holger der Waldschrat, das Spiel endet unentschieden. Ein schönes Spiel. Bisschen dumm, aber schön. Oh Mann. Oh Mann oder oh Frau, ich sag mal pippelapupp, denn jetzt kommen die lustigsten Kurzclips bei die lustigste Geschichte vom Deutschland. Best of. Der alte Fritz mag zwar alt sein, aber er macht Preußen groß. Oh, noch ein bisschen größer. Der Bart juckt. Denk. Oh, gute Sache. Wir schaffen den Adel ab. Die Idee haben die Franzosen dann exportiert und Europa ein kleines Problemchen beschert. Napoleon. Napoleon? Oh, da. Wie süß. Oh, hey. Oh Hilfe. Oh, Hilfe. Oh, der beißt. Oh. Ja, das ist ein kleiner Korse. Der hat aber einen großen Appetit. Und zwar auf ganz Europa. Nam, nam. Was? Bin ich jetzt? Oh, da waren die Augen wohl größer als der Magen. Darum gibt's auch einen Magenhaken. Und zwar für den Napoleon. C'est moi? Oui. Und das Ganze übrigens noch einmal im Waterloo. Mensch, Nappi, du solltest wirklich langsam wissen, wann du genug hast. Hast du genug? Hast du genug? Hast du genug? Hast du genug? Der ist ganz schön zäh, der Kleine. Ich komm nachher noch mal rein. Mensch, der Nappi. Und? Genug. Ich habe genügend. Vive la Dings! Es ist 1871, man hat gerade wieder einen Krieg geführt gegen Frankreich, das Kaiserreich steht und die Pickelhaube sitzt, dank Imperialismus. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Völlig zu Recht. Ich hab's gesagt. Mist. Und der Kaiser schauet stumm auf dem Puppen Deutschland rum, aber keiner mag Loser, also weg mit ihm. Was? Ja, gehst du weg. Und jetzt wird erstmal abgehottet in den wilden 20ern. Das ist albern. Und ich sehe kastig aus in dem Kleid. Und so hopsen sie noch heute albern rum. Nein, dann kam nämlich der Mann mit dem Schnurrbart und verdarb allen die Party. Was? Ihr habt sie wohl nicht alle. Ach, den Mann mit dem Schnurrbart meint ihr? Trotzdem albern. Ich gehe jetzt. Ich fühle mich irgendwo stumpf des Wiener Schnitzels, den Sauerkraut in Stunk, der Brote Nummer Dinken, Hunken Dinken Dunken, Danken, Dunk. Oh. Oh. Der Stunk. Der Brutten, der Knampfen, Hunkerdicken, der Hunkerdicken, Drucken, der Funken, Dunken, Dank, Dinken, Dunken, der Stunk, gedampft, gedampft, Stunk, der Knampf, geknampfen? Wo bin ich? Ach, hier. Das war Mist. Ich mache hier nicht mehr mit. Vorbei. Ich hab keinen Bock mehr. Versucht mich aufzuhalten, ihr Knallköpfe. Wer bin ich? Ich bin ein Brot. Erstmal Au und dann Quatsch. Infotainment hin oder her, haltet euch wenigstens ein bisschen an die Fakten. Wann ist die Mauer gefallen? Au. Aber das war's wert. Ein kluger Mann hat mal gesagt, wer die Geschichte nicht kennt, ist gezwungen, sie zu wiederholen. Mensch, Kastenbrot, da sagst du was. Genau das machen wir jetzt. Moment, Moment. Das heißt nicht, dass ich den ganzen Mist nochmal machen will. Hallo? Hallo? Ach Mist. Bis gleich. Bis gleich.